Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bioshock Infinite. Nanu? Was haben wir hier? Verbrechen kommt nach Shining Tower. Randale. Und Schlimmeres. Nein. Okay. Es herrscht Verrat hier an der Front. So, ja, komm, das... Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Immer. Immer doch. Oh oh, das ist wieder arenamäßig hier eingerichtet. Suchen wir Chen Lin und dann muss ich weg. Also, ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber los. Nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Oh nein. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaßen verloren hat. Na danke. Bitte sehr. Noch. Okay. Okay, das heißt kämpfen. Geh mir aus dem Weg! Gute Show! Er ist aber noch da, ne? Natürlich ist er noch da. Nein! Ah, oh, das zieht! Oh oh. Alle Erwartungen, mein Junge! Weiter so! Ach, da ist ja noch einer! Immer Kuchen dabei, sehr gut. Hallo? So. Das waren vorerst alle. Oh je. Da hinten noch das Medikit, wir holen es schnell. Dieser junge Draufgänger ist ein früherer Verehrer von Lady Comstock. Aber ohne das alte Mädchen weiß er nichts mit sich anzufangen. Ich hab ihn an der Jobbörse ergattert. Kein Geld. Das ist leider alles. Wir erzielen ausgezeichnete Ergebnisse. Der Fink ist ein bisschen verrückt. Oh, noch mehr Leute. Ja, ich muss mich wieder konzentrieren. Denn Kevin und Zielen, das passt nicht ganz zusammen. Der ist ja schon tot. So, Nanu. Genug des Vorgeplänkels. Ihr wahrer Gegner ist ein Automatenexperte. Oh oh. In einem hat er recht. Es wären weniger Boiler zu füttern. Oh oh. So, erstmal das hier aus dem Weg. Natürlich so einer. Was du gesät hast.
Verschwende. Ja, oh. So wie was, noch mehr? Deine Ansicht gefällt mir aber gar nicht. Wissen Sie, als mir Ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob Sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Pink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, na dann, was ich geht will. Klar. Okay. Das hört sich fast schon nach einer Drohung an. Wir gehen nochmal runter. Ich bin gespannt. Ich habe ein ungutes Gefühl, wie immer. So, da hinten. Oh, der Vorhang ging auf. Booker, da drüben ist eine Tür. Ja, gleich. Ich will mir natürlich erstmal alles anschauen hier. Da hinten. Moment. Kamen wir da nicht rein? Nee. Das müssen wir uns erstmal anschauen, natürlich. The First Lady. Ach, wie schön. Wow. Da gibt's ja sonderlich viel zu sehen. Oh, das war's schon. Wow. Wow. Ich hoffe, dieser Film kriegt einen Oscar. So, Waschbecken wieder benutzen. Spülung. Ihr wisst Bescheid. Schön viel Wasser verschwenden, solange es nur ein Videospiel ist. In echt sollte man das natürlich nicht machen. Aber ich schätze mal, ihr seid so schlau, dass man darauf selbst kommen könnte. So, wir gehen weiter. Fink. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Ja. Welcher Weg das ist? Vielleicht finden wir das in der nächsten Folge raus von Bioshock Infinite. Wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.